Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UI Talk. Heute schon die dritte Folge und heute möchte ich mit euch über Digital Ocean sprechen. Digital Ocean wird den meisten Leuten vielleicht von uns was sagen. Also Digital Ocean, zumindest mir sagt es halt was, als Entwickler ist halt eine bekannte Webseite für Hosting, die halt aber auch sehr viele Produkte, die ja auf Entwickler angepasst sind, anbieten. Und ich wurde heute darauf angesprochen, nochmal diese Seite mir anzusehen und zu sagen, was ich davon halte. Und ja, ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, als erstes, wir haben hier oben halt sozusagen die normale Standardnavbar. Wir hatten ja zuletzt halt die von Mozilla Firefox. Die hat halt auch eigentlich prinzipiell so ähnliche Nachbar, nur dass sie halt zum Beispiel eigentlich bei jedem Punkt sozusagen so ein Auslappmenü hatte, wie jetzt bei Community und hier bei Product. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, dass das so gemixt ist und auch erkennbar ist, wann hier sozusagen Dropdown ist. Die Dropdowns finde ich auch sehr gut aufgeschaffelt. Man hat hier wirklich man weiß ganz genau, wo man hin will. Das gleiche auch hier bei der Community. Also schon auch cool gemacht, zum Beispiel mit diesen Artikeln drin, das finde ich sehr gelungen. Wenn man jetzt schon drauf achtet, man sieht hier zum Beispiel die Farbe, das ist halt wirklich ein durchgehendes Blau. Also man hat hier sozusagen wirklich diesen Leitfaden Blau, das werdet ihr auch später auf der Seite sehen. Ich habe mir die halt schon vorher mal angeguckt. Was sich jetzt ein bisschen stört, ist halt, dass es hier oben ein bisschen pixelig ist. Ich glaube, es ist so gewollt, finde ich nicht gelungen. Also an sich fände ich hier abgerundete Ecken besser, wie hier unten bei den einzelnen Buttons. Das ist, glaube ich, nämlich so ein Inner Border und ja, sieht nicht so toll aus. Ansonsten hier oben gelungen. Was sich hier oben tatsächlich stört, wenn ihr jetzt mal drüber guckt, ich kann jetzt hier rüber, also hier zum Beispiel jetzt blau, hier kann man rüber hovern, es passiert nichts, die Farbe bleibt gleich und es ist halt eigentlich schade. Das ist sozusagen, das sollte zumindest ein bisschen dunkler werden. Dann kommen wir halt zu diesem Blau. Der blaue Hintergrund, halt sozusagen entgegen dieser SVG-Geschichte mal als Hintergrund sowas genommen mit dem Bild, finde ich super gut, weil es diese ganze Blau-Sache, wenn ich das einfach nur als einfaches Blau gemacht hätte, ja, wäre halt sehr schön clean gewesen, macht das Ganze aber halt nochmal so ein bisschen peppiger, gibt dem Ganzen noch sozusagen ein bisschen so ein Pattern, was halt das Ganze auch nochmal, ja, lebendiger wirken lässt, finde ich sehr gut. Auch hier zum Beispiel sehr gut, man hat den Hintergrund wirklich angepasst auf den Text, wenn man hier guckt, dieser Text hier, überschneidet halt wirklich so ganz minimal mit irgendwelchen Elementen hier hinter. Ansonsten überschneidet hier alles mit den Elementen. Da hat man halt wirklich sehr gut halt, haben das schon vorher angepasst. Also es war halt wahrscheinlich schon mal zu dem Zeitpunkt schon klar, dass man dieses Hintergrund-Image nutzt und was hier für ein Text reinkommt. Also sehr gut angepasst. Hat auch, passt finde ich auch zu dem Namen halt Digital Ocean, ist halt sozusagen hier wieder wiedergegeben, passt halt sozusagen insgesamt vom Kontext her. Ja. Auch zum Beispiel ganz lustig, dass man hier zwischen dann so ein User-Icon hat, Droplet. Halt hier so den Comment Shell, alles hat schon echt sinnig gemacht. Dann haben wir hier sozusagen hier unsere Input-Felder. Von der Größe her, hier, irgendwie zum Beispiel zu Mozilla, perfekt angepasst auch an den Button. Na, es ist halt wirklich in sich sozusagen zusammen, also man hat sozusagen ein, ja, wie soll ich sagen, also man hat sozusagen alles untereinander gestaffelt von der gleichen Größe her, passt perfekt. Sign up with Google, create your account, finde ich passt auch super. Die Sign up with Google finde ich, halt passt nicht komplett, das Create Your Account hat halt einfach sozusagen kein Border Radius unten drunter und nochmals, ja, schwarz. Hier hingegen ist es aber so, dass hier das sozusagen dieser Border Radius ist von Google, aber es halt oben verloren geht. Also ich finde prinzipiell sollte das entweder sozusagen hier ein bisschen dunkler gemacht werden, das Sign Up with Google, damit zumindest erkennbar ist, aber auf jeden Fall an sich der untere Teil weg, weil das hier ist sozusagen ein bisschen inkonsistent. Ansonsten aber an sich gelungen. Ja, you agree with the terms of service, halt ein ganz einfacher Link. Ja, hier könnte halt auch wieder so ein bisschen, ich glaube, hier ist so ein bisschen was Hover-mäßiges. Finde ich, glaube ich, noch zu leicht. Wenn ihr jetzt so mal rüber guckt, da passiert nicht viel, außer dass es das ein Link ist. Prinzipiell geht es aber sonst so. Innovative Business Trust DigitalOcean, halt hier einmal sozusagen die Icons mit von den Firmen, mit denen sie zusammenarbeiten, beziehungsweise was sie so haben, anbieten, finde ich eigentlich ganz gut. Passt, man hat halt über die gleichen Icons genommen. Ich finde es halt immer schöner, wenn man es so noch in schwarz-weiß macht. Auf dieser Seite passt es tatsächlich mal mit den Farben. An sich halt immer am sinnigsten, wenn man wirklich nur sozusagen die Logos hat in schwarz-weiß oder sozusagen so, also ganz grob, dann wirkt das nicht so ausfallend. Vor allem, wenn man halt sozusagen wirklich einen Designfaden hat, der durchgeht und dann halt sozusagen diese hellen Logos von den anderen Firmen. Klar, regt jetzt Aufmerksamkeit auf sich, kann aber halt auch dann halt sozusagen diesen clean Look ein bisschen zerstören. Aber ja, View Customer Stories, ganz easy. Dann halt Deploy and Scale Sales seamlessly. Wenn wir einfach mal gucken, also hier haben wir halt zum Beispiel auch mit Farben gearbeitet, dass sozusagen die Bereiche sind halt untereinander getrennt, nicht durch sozusagen Blöcke, sondern halt wirklich durch solche Farben. Also wirklich solche Farblinien finde ich ganz gut. Halt hier, dass man auch sozusagen hier durchklicken kann, finde ich gut gelungen.
Ja, was mir jetzt auffällt, hier zum Beispiel, ich könnte jetzt hier, ich würde jetzt denken, dass hier, ich könnte schon hinklicken, weil halt auch zum Beispiel, wenn ich hier rüber gehe, verändert halt sich schon hier die Farbe. Ich kann aber nicht hier draufklicken. Hätte man besser lösen können. Ansonsten aber eigentlich ganz gelungen. Kann sich hier einmal durchklicken. Am Design for Developers, ja, halt sozusagen ein bisschen Oberflächen zeigen, halt wirklich so eine schöne Slideshow, die halt auch sozusagen die Bilder sozusagen slidet und aber auch halt sozusagen, ja, so ein bisschen eine Opacity gibt und dann wieder halt rauskommen lässt, finde ich sehr gelungen. Auch halt hier unten sozusagen diese blauen Icons, wie sozusagen das Blau für die, also man sieht halt klar, dass Blau für Primary Actions ist, während halt das andere, der restliche Kram halt nicht für Primary Actions ist. Also man ist schon klar, es ist immer klar, wo genau, was ist wichtig, wo muss ich drauf achten, das ist immer Blau. Ja, was ich auch gut finde, eigentlich prinzipiell, also hier ist eine vernünftige ja, Textart, Schriftart gewählt worden. Weiß nicht, es könnte halt prinzipiell Arial sein, aber halt mit einem sehr dünnen Font-Weight. Also da sollte man auch immer drauf achten. Ich finde, das sieht halt, das hat so ein bisschen Playable-Look, also man möchte damit halt sozusagen so ein bisschen rumspielen. So, weil es hat halt keine Serifen. Serifen kann man so, zum Beispiel gut für Newspaper nutzen. Das ist halt auch zum Beispiel, Serifen passen auch sehr gut, wenn es halt sozusagen mehr in die politische Richtung gehen soll. Sozusagen, zum Beispiel Banken auch zum Beispiel, ja, Banken sind jetzt nicht politisch, aber auch Banken, wenn man halt sozusagen so diesen trustvollen Look haben möchte. Auf der anderen Seite, wenn man aber zum Beispiel sowas anbietet wie Server, finde ich auch immer so ein playable Look, wie er jetzt hier ist, durch diese Nicht-Serifen-Schriften, gerundete Ecken, sehr gut, weil es passt halt einfach zur Entwicklung und wirkt halt auch sehr modern. Für Banken halt eher weniger, ne? Banken, die so einen Look haben, da ist man halt so, man möchte halt eher sozusagen dieses trustful Design haben, hat man hier dann natürlich nicht. Ansonsten aber halt durch die abgerundeten Ecken sehr gut. Auch hier die Bilder, wenn man genau drauf achtet, die sind hier halt abgerundet. Finde ich auch sehr gut. Ja, passt halt insgesamt. Und hat hier auch super Oberflächen-Screenshots von der eigenen Oberfläche genommen, die halt dann auch sozusagen das Ganze ein bisschen hervorheben. Ja, Build for Business. Auch hier wieder sozusagen eine ganz einfache Geschichte, wie man es kennt. An manchen Stellen, bei manchen ist es halt zentriert und normale Icons. Hier haben so ein bisschen farbige Icons genommen. Ich finde das aber hier eigentlich ganz passend, weil, wie gesagt, die Icons sind angepasst auf den Bereich. Kann man aber prinzipiell halt auch mit unfarbigen Icons machen. Sieht auch teilweise sehr gut aus. Ja, Service your customers around the world from 12 regions. Auch wieder eigentlich sehr gut hier wieder sozusagen farbigen Hintergrund genommen. Beziehungsweise eigentlich eher sozusagen Bild als Hintergrund genommen. SVG wahrscheinlich. Sozusagen zweifarbig gemacht. Halt mit der Weltkarte, finde ich halt, passt super halt, weil es passt perfekt zu dem Text, den man hier drauf hat. Dann die Regions halt mit Test Speed auch super gemacht. Ja, dann kommen wir hier unten zu dem Bereich. Halt Read Story. Es ist halt einfach in sich sehr, sehr stimmig. Man kann hier halt einfach so durchklicken. Man hat halt auch wieder die einzelnen Logos der Firmen. Ja, ist halt einfach perfekt gemacht, also an sich. Man kann da halt echt nicht viel aussetzen. Ich würde halt gerne viel aussetzen, ich kann es aber leider nicht. An sich ist es halt einfach sehr stimmig. Die haben halt wirklich ein Design, was sich, also es ist wirklich ein Design, was sich durchzieht, ein roter Faden wirklich, den man hat. Roter Faden halt in diesem Fall nicht, sondern eher ein blauer Faden, aber es zieht sich durch, die Farben passen zueinander, es ist stimmig aufeinander angepasst. Wenn man zum Beispiel hier guckt, hier das Ganze ist halt das ist halt prinzipiell ein Grauton. Ich kann euch aber sagen, ich habe das mal selbst mal nachgeguckt, könnt ihr auch selbst nachgucken, das ist aber mit einem leichten Blau, der hat einen leichten Blaustich. Kann man auch teilweise erkennen, je nachdem was für Bildschirm man hat. Das ist ein leichter Blaustich, der passt halt natürlich perfekt hier zu diesem Blau. Da wurde halt sehr fein gearbeitet, deswegen also auch immer, nicht immer ein einfaches Grau nehmen, sondern auch ein Grau nehmen, was dann zum Beispiel zu der Farbe passt. Wenn ich eine Seite habe, die in Blau ist, dann kann ich besser einen leichten Blaustich drin haben, weil dann passt sich dieser graue Text noch besser ein. Also es ist halt wirklich sehr gut und sehr gut gelungen. Dann halt hier ja dieses Create Account. Ja, gut. Aber wenn man jetzt hier rüber hovert, dass es halt Opacity bekommt, finde ich jetzt nicht so perfekt. Das ist tatsächlich die Stelle, wo ich endlich mal modern kann. Ich persönlich würde es anders machen. Hier hätte man zum Beispiel vielleicht einen Outline-Button machen können, den man hier mal hätte machen können, oder halt es anders machen können. Aber mit dem, ja, mit dem Opacity, ich denke, das hat man hier gemacht, weil es zum Beispiel hier oben. Wenn hier über den Google-Button geht, dann graut das ja aus. Das liegt einfach daran, dass hier, glaube ich, eine Opacity gesetzt wird an teilweise, also an bestimmten Stellen. Hier passt halt das mit Opacity eigentlich nicht, weil hier dieser Hintergrund ist. Und ich finde, dann würde halt jetzt schon mal diese Fische durch, ja, zeigt einem sich, dass man Opacity nutzt. Muss halt jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde es nicht so gut. Auch eine Sache, die mich zum Beispiel stört, die ist mir auch schon vorher aufgefallen, das Copyright-Logo hier vorne. Man hat hier ein Copyright-Icon reingepackt, ist aber weder zentriert, es hängt einfach irgendwie hier oben an der Decke.
Wenn halt das 2019 hier ist, ich hätte es gerne zentriert gesehen. Copyright ist auch ein bisschen klein geworden. Ja, ansonsten halt aber an sich hier unten auch wieder sehr schön aufgeteilt in die einzelnen Bereiche. Contact, Community, Products, Company. Wenn man hier oben schaut, Community, hier ist auch Overview, Tutorials und der ganze Kram. Hier finde ich auch wieder sozusagen die ganzen Punkte wieder. Die wichtigsten werden sozusagen hier dupliziert. Die finde ich halt doppelt. Ist für sie auch ganz sinnig. Hier nochmal das Logo der Firma, passt auch perfekt. Ja, also das ist sozusagen DigitalOcean. Aus meiner Sicht halt gelungen. Ich finde, es zieht sich halt ein blauer Faden durch, sagen wir es erstmal so. Kein roter, sondern ein blauer. Ja, also ich finde, so eine Seite sieht natürlich immer sehr gut aus im Vergleich zu anderen Seiten. Also wenn man jetzt sozusagen jetzt diese kleineren Hoster sich anguckt, die immer WMCS nutzen. Ich will nichts gegen WMCS sagen. Man kann da echt viel machen, aber die meisten nutzen das recht Standard oder nur leicht abgewandelt, wo man wirklich ganz klar das Design von WHMCS durchsehen kann. Und wenn man das da durchsieht, finde ich das zum Beispiel schon nicht mehr so geil, weil halt, das hat jeder zweite Hoster, hebt sich nicht ab. Wenn ich jetzt hier auf der DigitalOcean-Seite bin, dann sage ich, wow, das ist eine super Seite. Ich kenne halt wirklich eigentlich keine bessere Seite, muss ich tatsächlich sagen. DigitalOcean finde ich für einen Hoster eine super Top-Seite, richtig modern, passt halt auch perfekt. So, und von daher, da würde ich halt eher ein Produkt kaufen, als wenn ich jetzt so auf einer Hosterseite bin, die kein richtiges Design hat und wo ich halt das WMCS schon wirklich mir irgendwie ins Auge springen sehe, weil halt jeder zweite Hoster das gleiche Design hat. Ja, kann man halt mehr daraus machen. DigitalOcean, wenn man so ein Design hat wie DigitalOcean, zum Beispiel mit WMCS, dann würde man WMCS auch nicht mehr erkennen. Das ist halt so eine Sache, da ja, kann sich jeder Hoster, denke ich mal, was von abschneiden. Ja, aber das ist sozusagen mein Fazit heute zu DigitalOcean. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da oder vielleicht ein Abo, wenn ihr das nochmal weiterverfolgen wollt, weil davon kommen halt regelmäßig Videos. Ja, und ansonsten schreibt doch gerne nochmal eure Webseiten oder irgendwelche Webseiten, die ihr gerne reviewed haben wollt oder wo ich mal rüberschauen soll auf designtechnische Aspekte, einfach mal in die Kommentare und dann schaue ich mir das Ganze an und dann gehen wir das Ganze mal durch. Und von daher danke ich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.